Klingt lustiger, finde ich. Die chargen zum Beispiel permanent auf einen zu, schießen Laser und auch Feuer. In der zweiten Phase schießen die übelsten Todeslaser und ja, was es nicht alles gibt. Permanentes Feuer schießt das andere Auge dann, was sehr schnell zum Tod führen kann, wenn man nicht genau ausweicht. Dieser Trick jedoch ermöglicht es einem, jetzt kommt, diese Schäden komplett zu negieren. Man bekommt ja die ganze Zeit den einen Schaden. Und man ist eine kurze Zeit unverwundbar. Also bedeutet dies. Ne? Kommt da drauf? Ne? Kommt da drauf? Genau. Wir nehmen diese Stacheln hier mit. Die Bosse können euch rein gar nichts. Ist sehr gut gegen Skeleton Prime. Der kann mit zwar Bomben schießen, welche jedoch den Plattformen keinen Schaden zufügen. Und er kann, ja, Bomben, Laser, Säge, alles Mögliche. Aber ihr seid ja eh geschützt. So, da ist Roland. Dieser verkauft. Vertrautes Hemd. Trott. Hat der. Hey! Ey, der Penner hat meine Sachen geklaut. So, also ich erkläre mal ganz kurz weiter. Wo war ich? Achso ja. Diese Technik ist gut gegen Skeletron Prime, welcher hauptsächlich charged und so weiter. Das Schwierige an diesem Boss, ihr müsst ihn vor Anbruch des Tages getötet haben. Ansonsten dreht er sich die ganze Zeit blablabla, und man zieht ihm nur einen ab. Gleich, bestimmt sehe ich schon gleich die ersten Gesichter. Hö, was? Der ist ja voll Hardcore, alter Digga. Jein. Wenn man den Dreh raus hat, ist der extrem einfach. Ihr müsst allerdings bedenken, der Trick hilft dagegen eher weniger. Ihr könnt es zwar versuchen, aber sehr lange werdet ihr damit nicht überleben. Das kann ich euch gleich sagen. Ich habe es schon probiert. Vor allem schlecht, wenn man auf mit mehreren Leuten spielt. Und ja, wenn der Typ dann einmal beim Spawn ist, gibt es erstmal einen schönen Killing Spree für ihn. Wo ist eigentlich unser Explosionstyp? Ah, der ist ja tot. Da war ja was. Also, das hilft nicht, dieser Trick gegen den. Leider, wohlgemerkt. Spreche ich aus eigener Erfahrung, ausnahmsweise. Kam nicht so gut bei mir. Mein Hals. So, die Silberbarren brauchen wir nicht mehr. Die Goldbarren habe ich soeben abgelegt. Die Frage ist jetzt, wo? Da nicht, also müsste es da unten sein. Ja, 42 Goldbarren brauchen wir ebenfalls nicht. Geschäft. Zack. Erstmal 5 Gold verdient. Jetzt haben wir 7 Gold. Ist recht wenig, aber wir haben hier oben ja noch. Ich möchte die Tüftlerwerkstatt gerne haben. 10 Gold. Kein Problem. Kein Problem. Wir haben es ja. 35 Gold. Geschäft. Hier das Nachschmieden. Funktioniert nicht mit dieser Version. Also mit der deutschen Version. Ich kann euch anhand eines nutzlosen Beispieles. Ja, gut, nehmen wir den. Kann man den Helm? Kann man die Rüstung nachschmieden lassen? Nein. Okay, haben wir irgendwas Unnützes? Ansonsten crafte ich schnell was Unnützes. Einfach für Vorführen so. Gut. Wir haben aber kein Holz. Kann ich denn. Ja. Nehmen wir das, was am wenigsten kostet. Immer den Kupferbogen. Dieser hat jetzt nichts, wie man sehen kann.
und ich bin zu dumm zum Kacken. Nein, nachspielen. Wir ziehen den hier rein. Es würde uns 3 Silber kosten, 50 Kupfer. Und weg ist er. Normalerweise wäre dieser jetzt in unserem Inventar. Aber mit der deutschen Version macht's einfach plupp und er ist weg. Schön, ne? Schön aus Geld verballert. Stell euch das jetzt mal vor, ihr habt Excalibur. Das Aufwerten von diesem Ding ist immens teuer. Ich glaube, je nachdem, wie gut das schon vorher war, könnte es, sagen wir mal, es ist göttlich. Es ist nicht das Beste, sondern legendär. Ist das Beste. Und ihr wollt unbedingt auf legendär haben, dass das der optimalen Schaden macht. Ihr gebt ihn das hin. Es kostet euch grob geschätzt 70 Gold. Ihr habt ewig gefarmt, habt 70 Gold heldenhaft errungen. Ihr schmiedet es nach und plupp, weg ist es. Was meint ihr, wie ich mir beim ersten Mal, als ich meine Höllenspitzhacke gemacht habe, wie ich da abgefuckt bin? Oder wie abgefuckt ich mich da gefühlt habe? Meine erste Reaktion: Vielleicht muss ich es ja jetzt neu kaufen. Im Geschäft reingeschaut: Willst du mich verarschen? In der Wiki nachgeschaut: In der deutschen Version gibt es einen Bug, dass man das nicht in der deutschen Version reforgen kann, also nachschmieden. Meine nächste Reaktion: Fick dich. Ja, es kam sehr gut. So, ich hätte jetzt gerne eigentlich diesen Explosivtypi für ein bisschen TNT, damit wir schneller in die Hölle kommen. Aber gut. Ihr seht jetzt die traditionelle Methode, wie man sich in die Hölle gräbt. Ja, genau so. Normalerweise setzt man auch Planken und so, aber ist im Prinzip nicht nötig. Wir haben A, den Enterhaken. Und B, haben wir noch Raketenstiefel dazu. Die Raketenstiefel können wir zwar nicht mit nach hoch, aber dafür haben wir ja noch den Enter. So. No problemo. Du bist voll der Kackboon. Du benutzt so eine billigen Techniken. Das ist keine billige Technik. Die billige Technik würde einfach mit TNT werfen, pam, riesiges Loch bis in die Hölle reinwerfen. Das ist gut, billig ist es nicht, aber ja, wenn man das in diesem Volksmund nimmt, ist das billig. Ich würde eher sagen, das ist optimal, aber naja, kann TNT nur auf 5 stacken und dazu ist das immens teuer. Ich denke, es wird momentan nicht weiter viel passieren. Also, wer sowas nicht leiden kann, kann jetzt ruhig wegschalten. Ich werde eventuell sogar noch eine Anmerkung dafür reintun, in der Videobeschreibung, dass ab Minute so und so nicht mehr viel passiert. Aber wer sehen will, wie das da weitergeht oder ob uns da noch irgendwas Böses in den Weg kommt, kann ja mal passieren. Der kann ruhig dranbleiben. Also ich bin froh über jeden, der dranbleibt. Ja, also viel zu erzählen gibt es eigentlich auch nicht dazu. Wir rammen uns halt hier einfach durch die Erde. Sind noch im ersten Layer, wie man am Hintergrund sehen kann. Der zweite Layer wäre dieser Hintergrund mit den Steinen drin. Da unten leuchtet etwas. Sieht mir aus wie ein Dämonenaltar. Oh, Eisen. Hey, wenn es schon mal auf dem Weg ist, nehmen wir es gleich mit. So farmt man übrigens auch die Erze. Also, wenn ihr Erze farmen wollt, einfach... Oh, sind wir gleich 2 Dämonenaltare. Einfach mal so einen Tunnel ausheben. Ich glaube, ich hätte Holz mitnehmen sollen, dann hätte ich da noch eine Tür hingemacht. Naja, was nicht ist, kann noch werden. So, erstmal eliminiere ich hier die Schleime. Warum ich diesen Rahmengang einfach so mache, also so
mit Absperrungen und so weiter, hat einen bestimmten Grund. Monster spawnen neben dem Gang. Das ist mehr als nur suboptimal. Vor allem, wenn man sich einfach fallen lassen will. Später vor allem mit Flügel oder... Alter. Also entweder mit den Flügeln, welche den Fallschaden entfernen, oder mit den Hufeisen, welche ebenfalls den Schaden entfernt. Ach, Avira. Ich wusste schon, warum mein Rechner so anfängt rumzurödeln. Und ja, dann kann man sich einfach runterfallen lassen. Und dann plupp. Hat man erstens keine Hindernisse mehr. Zumal dieser Gang jetzt auch gerade wird. Oder auch nicht. Boah, ich hasse Wasser. Kann ich das nicht irgendwie ableiten? Ist da unten eine Höhle? Nein, ist es nicht. Ich schau mal ganz kurz, ob hier irgendwo noch. Ich könnte es tatsächlich darunter spülen lassen. Ohoho, na, das wird ja lustig. Ich habe etwas vor. Geht das? Nein. Ui. Pam. Dachte sich der Stein und verfehlte uns. So, ich mache jetzt die altbewährte Abflusstechnik, welche mir des Öfteren sogar schon den Arsch gerettet hat. Wir sollten uns übrigens eigentlich Eimer mitnehmen mit Wasser. Einfach aus dem Grund, um Obsidian zu farmen schon mal. Zack. Ich mag es. Ja, wird knapp, wird knapp. Fließt nicht weiter ab, was? Ah, doch. Nur halt sehr langsam. So, wir können jetzt weiterbauen. Also diesen Schacht hier weiterziehen. Eher so gesagt. So, rum wird ein Schuh raus. Und es grenzt perfekt ab. So. Der Endhaken ist auch perfekt zum Bauen. Wir werden auch noch ein paar Kunstwerke zaubern. Das heißt, das Let's Play ist nicht einfach so beendet irgendwann, sondern ich will dann schon sagen, ja. Okay, wir haben eine Menge erreicht und haben deshalb keinen Bedarf mehr. Oh, leck mich. Okay, Planänderung. Wir kürzen den Tunnel hier ab, lassen ihn hier rüberziehen. Genau. Hier lang. Das mache ich immer, wenn ich Wasser nicht wegleiten kann. Noch ein Stück. Zumindest bis wir das Wasser aus dem Weg haben. Vor allem später im Hardcore wird es relativ nötig sein, einen solchen Gang zu haben. Das, ja. Man kann sich wahrscheinlich schon denken, warum. Ich laufe jetzt in den Untergrund. Oh nein, zu viele Monster, bumm, tot. Kommt immer gut. Vor allem ganz am Anfang, wenn die Welt schon neu auf Hardcore gesetzt ist, hat man ja keine Rüstung. Also keine gute Rüstung. Weil sogar die geschmolzene Rüstung, welche aus den Höllenstein, Barren und Obsidian hergestellt werden. Also die Barren werden aus Obsidian hergestellt. Werden ist die Rüstung an sich ist extrem gut von den Set-Boni her und so weiter. Jedoch ist die auf Hardcore schlecht, extrem schlecht. Das hier ist jetzt auch gerade extrem schlecht. Du bist extrem schlecht. Ich weiß, aber das weiß ja niemand.
Self-Own. Einsicht ist die beste Sicht, finde ich immer noch. Also, wenn man nicht einsieht, dass man zu schlecht ist, kann man auch nicht besser werden. Stimmt sogar eigentlich. Wenn man seine eigenen Fehler nicht erkennt, kann man sich nicht verbessern. Das merkt man auch. Kann ich denn mich als Beispiel nehmen irgendwie? Geht das so? Ja, das geht tatsächlich, okay. Da habe ich, also mir fiel kein Beispiel ein, selbstverständlich. Kommt sowieso ein bisschen egozentrisch rüber, aber ich möchte doch jetzt niemanden da irgendwie und so, ne? Also man sieht meine allerersten Minecraft-Folgen. Man bemerkt die Tonqualität. Ziemlich suboptimal, möchte man meinen. Ich habe den Ton des Spiels und der Playlist nicht über Fraps aufnehmen können. Was bedeutet, ich habe es mit meinen Boxen aufgenommen. Deswegen war die Qualität so schlecht. Und jetzt sehe man, die Qualität hat sich gebessert. Weil ich, ja, zwar mich persönlich nicht verbessert habe. Na gut, schon. Ich habe ein paar neue Tricks rausgefunden bezüglich der Verbesserung des Tones und so weiter. Zudem habe ich jetzt ja auch einen besseren Movie Maker, mit dem ich auch HD rendern kann und auch mache. Wer es nicht gesehen hat, kann auch auf HD stellen. Und ja, also das kann man gut als Beispiel nehmen. Vor allem damals hatte ich nur, wie viel? 360? 480p? Auf jeden Fall nicht viel. Dann kam die Zeit, an dem mein Rechner neu gemacht wurde. Kurz gesagt, ich habe ein Upgrade bekommen. Mein Rechner ist nun bei weitem besser als vorher. Man bemerke, er hatte vorher, wie viel war das? Gott, welcher Rechner war das? So, der hatte, glaube ich, 2,4 GHz. Jetzt werden bestimmt einige denken, was? Und damit spielst du Minecraft? Ja, und Grafikkarte hatte ich, glaube ich, 256 oder 128. Was? Aber man sieht, Diablo 3 hat trotzdem gelaufen. Das ist dank Blizzard so, dass Diablo auch auf, das klingt irgendwie immer so gemeint, so auf Low-Rechner laufen können. Ja, das klingt jetzt gemein. Tut mir leid für Leute, die jetzt sich jetzt da beleidigt fühlen. Ist aber leider so. Und was noch so ist, dass ich jetzt die Aufnahme beende. Jawohl. Okay, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Let's Play Tunnel ausheben 2000. Tunnel Ausheber Simulator 2012. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, der Kingsline hat euch genauso viel verwundert wie mich. Und ich werde auf jeden Fall eine Anmerkung hinzufügen, wie hoch die Chance ist, dass dieser per Random spawnen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich war Soraslag306 oder auch Nils genannt. Könnt mich ruhig so nennen, wenn ihr wollt. Oder einfach Soran sein oder liked ihr oder. Ist mir egal, wie ihr mich nennt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.